Hallo und willkommen zu einem weiteren Starbase Guide. Wieder im Schiffsdesigner, wieder mit unserem Schiff, was wir eben am Zusammenbauen sind. Und wir sind mittlerweile bei der Energieversorgung angekommen, ne? Wie schon letztes Mal angesprochen. Dafür werden wir eine separate Sektion nach vorne ziehen. Und ja, da es ja das Ganze über Guides läuft und nicht als Let's Play, wobei ich immer wieder überlegen werde, ob ich manche Teile einfach als Let's Play laufen lasse, weil so viel erkläre ich euch ja leider nicht. Wird es aber auf jeden Fall wieder mehr Guide-lastig gerade sein, weil ich werde mal ein bisschen was erklären zum Generator. Ich habe mir aber überlegt, nochmal separate Guides zu machen zu den einzelnen Teilen, weil ist einfach besser zu finden. Ich glaube, diejenigen, die nur die Teile wissen wollen, denen interessiert der Schiffsbau nicht. Deswegen werden wir in dieser Folge auch nur eine kleine abgespeckte Version davon machen. Ich werde nicht die einzelnen höheren Generatoren zeigen, die T2er oder T3er, sondern ich zeige euch nun mal den T1er. Die anderen sind dann nur ebenfalls wie bei Triebwerken eben entweder sparsamer in der T2-Version oder geben nochmal mehr Power in der T3-Version einmal ab. Wobei, ich glaube, da in der T3-Version machen sie auch weniger Hitze. Aber wie gesagt, dafür ein separater Guide. Erst einmal, was braucht man alles für einen Generator? Denn die meisten denken, das hier, guck mal, das hier, das ist ein Generator, wo der Fluor drin ist. Nein, ne? Wir haben einmal unseren Brennstoff. Das ist halt der Brennstab selber, ne? Die Fuel Rod auf Englisch. Die hat halt 300.000 an Kraftstoff sozusagen drin. Und man sieht es eben an der Anzeige, wie viel man drin hat. Oder auch, wenn man natürlich einmal mit U-Tool oder, ja gut, hier sind die natürlich voll im Editor, können wir auch eben sehen, wie viel Fuel noch drin sind. Also 300.000, ne? Das ist dann, das läuft dann eben leer. Und die ganzen werden reingesteckt in so eine Brennstoffkammer. Ne? Das ist eigentlich nur die Kammer, die aus dem Stab die Energie sozusagen rauszieht und in eine nutzbare Energie umwandelt, die die Generatoren für brauchen. Ne? Wie gesagt, nur Brennkammer, macht keinen Strom, sondern zeugt oder zieht sich die Energie aus dem Brennstab und gibt die an die Generatoren weiter. So ein Generator, das ist nur so ein kleiner Block. Ne? Habt ihr wahrscheinlich auch schon größer gesehen. Das ist der Generator an sich. An den Werten hier haben wir oben halt nur die Rate, wie hoch der hochfährt. Ne? Also ein Limit und wie weit er gerade läuft, kann man dann hinterher auch nutzen, um den so ein bisschen zu beschränken, damit er nicht weiter Energie zieht sozusagen. Und die Generatoren sind so, die können sich 25 Energie rausziehen aus so einer Brennkammer. Und so eine Brennkammer kann dementsprechend, die hat einen Cap von 75 Energie, kann sie abgeben. Und demnach kommt diese Rechnung, dass wir drei von diesen Generatoren anschließen können. Pro Brennkammer. Ne, wenn wir einen vierten anschließen würden, dann würde das nicht mehr aufgehen. Ne? Wie gesagt, 25 Energie zieht er sich raus. Ein zweiter zieht sich natürlich auch 25 Energie raus. Und ein dritter ebenfalls 25, kommen wir auf 75. Und das ist das Maximum, was so eine Brennkammer abgeben kann. Gilt auch für die anderen T-Klassen. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die ja, erwähne ich nicht weiter. Verstärkungsmodul heißt nicht zu Deutsch. Oder ich glaube Enhancer, genau, Enhancer-Modul auf Englisch. Die können den Kraftstoffverbrauch wohl verringern. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil die sind noch buggy. Denn wenn ein Schiff steht, funktioniert das wohl. Wenn es sich bewegt, funktioniert es nicht. Also ist für gewisse Schiffe vielleicht möglich, aber da werde ich dann eher drauf kommen. Vielleicht mal in den kompletten Guide vom nächsten Mal. Oder wenn ja, die mal gefixt sind und vernünftig funktionieren. So, wie schon gesagt, Brennstoff wird umgewandelt, 25 Stück. Und daraus entstehen dann 1000 Energie pro Sekunde. Also 1000 Energie pro Sekunde macht so ein Block. Das heißt, bei so einem Dreierblock, ne, das, was wir maximal bauen können, wenn eben diese drei Blocks, dann ist eine Brennkammer komplett ausgelastet und wir hätten 3000 Energie die Sekunde. Die ganzen Generatoren und Brennkammern, die haben hier so einen kleinen, ja, so kleine lustige spezielle Slots. Ne? Das sind keine Hardpoints, sondern das ist extra für die Generator, so Slots zum Andocken. Und dementsprechend können wir die verbinden. Ist auch egal, wie wir es verbinden. Also wir können auch die Generatoren theoretisch so übereinander setzen. Hier unten haben die immer so Füße, also man sollte sie, wenn man es an die Decke befestigen möchte, sollte man sie dann vielleicht auch so umdrehen. Macht halt irgendwie mehr Sinn oder auch ein bisschen von der Optik gibt das mehr her. Aber wo man die anschließt, ist egal. Man könnte jetzt auch noch drei weitere anschließen, auf der anderen Seite wieder eine Brennkammer. Also da kann man ein bisschen rumspielen. Die ziehen sich da Energie oder geben sich da auch irgendwas weiter. Ein Nachteil oder eine Sache, die man beachten muss, die Teile erzeugen auch Hitze. In der T1-Version erzeugen die 100 Hitze, T2 dann nur noch 90, also das ist ein bisschen abnehmend. Wie gesagt, wir rechnen jetzt gerade mit T1, also haben wir 100 Hitze für einen Generatorklotz, wenn er so allein steht. Wenn er so allein steht, macht er 100 Hitze, oder wenn er natürlich an der Brennkammer angeschlossen ist, also auch der hier würde jetzt 100 Hitze erzeugen und die müssen wir ableiten. Der explodiert nicht, wenn er überhitzt ist, sondern er läuft einfach nicht. Die Hitze können wir ableiten über entweder so einen Block hier, so ein Kühlzellen-Apparillo, sag ich jetzt mal. Ah, wie heißt der? Kühlmittelzellen.
Na, wo haben wir ihn hier? Nicht das Aufladegestell, das ist wieder was anderes. Generator-Kühlmittelgestell. Ja, das ist das, da sind so drei, sag mal, Kühlakkus drin. Die können wohl auch verbraucht sein, da muss man die irgendwie wieder aufladen. Die können, also ein Slot hier, ein so Modul, kann 300 Hitze theoretisch umwandeln. Was ergiebiger ist, wären aber so ein Radiator, die habt ihr wahrscheinlich auch schon am Schiff draußen gesehen. Die transportieren 90 Hitze ab pro Stück. Die müssen an den Hardpoint angeschlossen werden und die kann man auch verlängern. Also auch diese Module hier, die kann man hier so dran stöpseln, ne, und hier vernieten. Das nächste müsste man dann halt eben auch wieder so dran stöpseln oder eben einmal nochmal umdrehen, wie man es halt optisch gerne haben möchte. Man sollte es nicht, glaube ich, zu lang machen, kann man machen, aber ist manchmal so eine Stabilitätssache für die Ship-Warp-Klasse. Und jeder Part von denen kann 90 Hitze ableiten. Müssen mit Rohrleitung angeschlossen werden und eine Stromleitung brauchen die übrigens auch. Und um das am Generator anschließen zu können, brauchen wir dieses Rohrmodul sozusagen. Finden wir auch eben hier unter Maschinenenergie. Da ist eigentlich alles aufgelistet. Ihr könnt diesen Generator auch einmal unter den Modulen rausziehen. Da findet ihr im Editor auch. Und genau diese Kühlmittel, oh, ich muss jedes Mal wieder suchen hier. Genau, Rohrstutzleiste heißt es. Das ist es. Mit den grünen Öffnungen hin. Das ist für die Rohrleitungen, für den Generator. Der Generator braucht keinen Treibstoff von hinten, sozusagen von den Tanks, sondern hier geht eigentlich nur das Kühlmittel dann durch, was dann zum Radiator geht. Könnt ihr aber natürlich auch mischen, also in euer ganzen Rohrsystem vom Schiff einbinden. Das funktioniert auch. Wichtig ist, dass diese Steckleiste 3000 Hitze ableiten kann. Also wenn ihr extrem groß baut, extrem viele Generatoren habt, dann braucht ihr mehrere von diesen Plätzen, von diesen Steckplätzen. Ansonsten passt da einfach nicht genug Hitze durch. Das müsst ihr auch noch beachten. Und nebenbei, wenn wir schon bei diesen Leisten sind, gibt es hier auch noch das Ganze in Rot. Kann man auch einfach an jeden Punkt von so einem Generator dran klatschen. Ah, ich weiß gar nicht, ob es mal auf der an der Brennstelle machen dürfen. Ich glaube, habe ich mal gar nicht probiert. Also ich würde es direkt auf den Generator anschließen. Müsst ihr mal testen. Also nicht auf die Brennkammer. Bin mir nicht sicher, ob das mit Dauch da durchgeleitet wird. Ist halt, wie gesagt, nur zum Anschluss. Dann können wir da eben unsere Rohrleitung dran machen und entsprechend verlegen auf den ganzen Beams. Nur noch einen Punkt nochmal zur Hitze. Es wäre zu schön und einfach, wenn wir einfach mit 100 Hitze rechnen können. Da kann man leicht hochrechnen bei den ganzen Generatoren, die man hat. Leider ist es ein klein bisschen komplizierter. Ich ziehe mal eben kurz die Sachen mal weg. Denn jeder benachbarte Generator, und ich glaube, es sind 48 Zentimeter, die dazwischen Abstand sein müssen, damit die Hitze nicht überlagert wird. Das heißt, selbst wenn man hier einen kleinen Beam durchzieht mit 24 cm, dann geht die Hitze trotzdem noch rüber über den anderen. Weil jeder Zugang zum benachbarten Generator erzeugt zusätzlich Hitze. Also bei dem wäre es halt eben so, dass der Hitze nach da überträgt und da überträgt. Das heißt, da der einen benachbarten hat, wird er das erhöhen. Oder wird sich das Ganze erhöhen. Und zwar bei einem Generator sind es 25, bei zwei Nachbargeneratoren 55, bei 3 95, bei 4 145, bei 5 205 und bei ganzen 6, also wenn sozusagen jeder Anschluss, jede Seite hier einmal belegt ist, ne, ist halt wie ein Würfel, 6 Seiten und so, 280 Hitze, einfach mal zusätzlich, die dann der Generator futtern würde. Ne, also das wäre so, also wenn wir so einen fetten Block machen würden, oder zumindest so ein Kreuz, der ist hier ein bisschen falsch, zeig mir mal, dass wir uns auf hier stehen, dass ihr versteht, was ich meine. So, dann würde der mittlere Reaktor, der hier, der würde jetzt 6 Nachbargeneratoren haben und dementsprechend noch zusätzlich zu einer 100 Hitze, die er sowieso schon erzeugt, 280 Hitze haben. Das heißt, 380 Hitze, nur für den kleinen Osche hier. Und bei den Nachbargeneratoren müsste das dann eben auch zählen. Ah, da bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob die jetzt auch zum Beispiel hier benachbart sind, dass die auch nochmal zusätzlich Hitze machen. Eben sowas kommt dann erhöht. Ich blende euch mal dafür das Wiki noch unten in die Videobeschreibung mit rein. Plus, ich mache auch noch 2 Links zu 2 Seiten, wo man das noch ein bisschen kalkulieren kann. Es gibt einmal so eine Tabelle, da könnt ihr das dann eintragen, ne, und dann wird die Hitze zusammengerechnet, sozusagen, wie die sich erhöht. Ist wichtig zu beachten, wie man halt seinen Generator baut. So, das Ende vom Lied ist, dass wir den ein bisschen abspecken. Und im Idealfall können wir zum Beispiel sagen, wir machen das so und ziehen so in die Länge. Ne, das wäre schon mal ganz okay. Wir können natürlich auch sagen, wir wollen die Brennkammer wieder ein bisschen kompakter haben, weil so ist sie natürlich schon ziemlich lang. Wir ziehen die Brennkammer nach oben. Ich drehe sie gerne um, damit die Halterung oben ist. Und klatschen die so drauf. Das würde eben auch funktionieren. Ne, Fuelrod kommt dann mit rein. Das Ding, ich meine, das kennt ihr ja. Den können wir auch direkt schon verbauen.
nach, wenn ich natürlich meinen Augen mal hier trauen kann. So, upsala. So. Und ja, das wäre jetzt ein kompletter Generator, komplett ausgebaut, wie der so funktionieren würde. Den können wir natürlich dann auch so komplett einmal, nanu, nicht das Schiff anvisieren, einmal duplizieren. Mit genug Abstand, wie gesagt, gibt es keine Hitzeübertragung zwischen den beiden. Das heißt, hier hätten wir zwar auch mehr Hitze, weil ne, die nebeneinander stehen, also der hat zum Beispiel zwei Nachbarn, muss man eben nur ne, einberechnen. Wenn die Hitze nicht abtransportiert werden kann, man kann halt auch alles überwachen in den Radiatoren und so weiter, wie viel Hitze da durchgeht, dann läuft er halt nicht, das muss man ein bisschen beachten. Also noten wir ein bisschen mehr Radiatoren machen und dann passt das eigentlich so. Also sprich, ein Anschluss hier, der kann, glaube ich, 33 Radiatoren könnte oder Radiatorteile könnte der sozusagen bedienen. Und dann kommen wir halt über das Cap von den 3000 Hitze, die so ein kleines Modul schafft. Dann müssten wir halt einen zweiten noch nehmen. Und dann geht natürlich noch mehr durch. Ne, durch die Rohrleitung, die sind, glaube ich, unbegrenzt. Es geht nur dieses kleine Modul. Wie gesagt, hier kommt der Strom raus. Das heißt, das brauchen wir auch einmalig, damit der Generator, dass wir irgendwo Strom abnehmen können. Das können wir überall hier dran machen. Und können es dann durch unsere Leitung leiten, damit das weitergeht. Ein Punkt noch. Und ja, ich bin schon wieder eine Weile am Quatschen natürlich. Aber ich finde, das ist wichtig. Vor allem, wenn ihr jetzt an diesem Part seid. Ihr braucht unbedingt Batterien. Ne? Ihr braucht diese wiederaufladbaren Batterien, die es gibt. Die kann man auch nebeneinander ziehen. Ne? Und wenn sie nebeneinander kleben, dann wird auch, glaube ich, die Energie direkt übertragen. Das heißt, ihr müsstet nur eine anschließen. Die anderen haben da auch alle Saft. Die werden aufgeladen von den Generatoren, weil wir können nicht sagen, hey, Generator, du hast zwar deine Energie, die du gibst, ne? Deine 1000 Energie, und du gibst sie bitte mal ins Triebwerk und fertig. Das funktioniert nicht. Die brauchen wir sozusagen, die Batterien brauchen wir immer als Zwischenspeicher. Ansonsten kann ein Schiff nicht funktionieren. Also mindestens eine Batterie bräuchte man sozusagen, dass man Energie überhaupt rausbekommt. Ein Generator selber so sollte nicht funktionieren. Der sollte die Energie so nicht direkt rübergeben. Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen Zeit verplempert und ich möchte mit euch natürlich noch hier ein bisschen weiter bauen. Und ich werde es eben so machen, dass wir uns ein bisschen was klauen. Also ich habe ja schon gesagt, designtechnisch habt ihr ja noch nicht so viel weitergemacht. Den letzten Schliff, den machen wir noch separat oder den mache ich dann separat in Zeitraffer oder irgendwie so. Ich muss mal überlegen. Design halt immer eine Sache für sich. Wir wollen aber hier in der Form bleiben und ich möchte dann hinter hier auf der Seite Triebwerke dran haben. Genau von der Sektion, wo wir die Generatoren reinbauen. Das heißt, ich werde jetzt einmal nur die Balken anklickbar machen plus das andere ausblenden und wir schnappen uns einfach mal Auswahl-Tool und klauen uns hier ein bisschen was. Moment, das müssen wir. Ich muss eben schauen, wie ich es am besten mache. Und zwar genau, wir müssen das so machen, dass wir auch die mitnehmen. Na, das Auswählen ist gerade ein bisschen komplizierter. So. Ja, das sieht, glaube ich, gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich würde mir einfach den Rahmen, den wir schon haben, sozusagen rausklauen, die Sektion. Einmal duplizieren. Dann haben wir nämlich schon mal unsere Form, weil wir werden hier nicht kleiner laufen. Oh, da habe ich da ein bisschen was vergessen, glaube ich, auf der anderen Seite. Das können wir uns aber hier eben rüber kopieren. Das ist kein großes Problem. So. Ja, komm. Immer dieses Snapping. Und jetzt können wir schon mal hier draus wieder ein Modul machen, wenn wir wollen. Wenn das denn so passt. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Wir haben nichts vergessen. Ich erstelle einfach ein neues Modul. Und ich blende mal den Rest wieder ein. Und dann können wir es mal dran stöpseln. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen, sonst müssen wir halt wieder mit unseren Einrasttool arbeiten. Ich glaube, das ist auch der Fall. Das macht es dann ein bisschen schneller. Ich nutze es immer häufiger, weil es geht einfach viel fixer. Nur nochmal für die, die ich gerne Einrasttool nehmen und dann Shift gedrückt halten. Wir haben vorher unser anderes Modul, unsere anderen Teile einmal selektiert. Einmal hier auf die Stirnseite und auf die Stirnseite da klicken und schon schnappt das problemlos zusammen. So wäre jetzt unser ja, Platz, den wir ne, uns jetzt genommen haben. Ich glaube, das reicht vom Platz. Wir haben hier ein paar Balken und hier können wir unsere Generatoren reinfummeln. Ne, Batterien wollte ich im Hinterraum wahrscheinlich machen und die Generatoren, die können wir versuchen so reinzubringen. Die können wir jetzt auch nochmal als Module auswählen. Ich werde es aber, glaube ich, mal eben so machen, dass wir die so reinverfrachten. Wir müssen jetzt halt mal überlegen, wie viel brauchen wir eigentlich? Wie viel Energie haben wir da? Da auch die Seiten, die ich unten schon in der Videobeschreibung drin habe, da gibt es halt ein paar ja, Hilfen, wo man das sich eintragen kann. Dann wird das von der Seite zusammengerechnet. Man kann sich natürlich selber auch eine kleine Excel-Tabelle machen für sowas. Na, ist halt nicht großartig schwierig, ne? Triebwerke zusammenrechnen, die wir haben.
Die sollte man auch nehmen, auch wenn die nicht immer laufen. Wenn man ein hektisches Manöver fliegt, dann ziehen sonst die Batterien zu schnell leer oder man hat einen entsprechend hohen Puffer. Wir brauchen, denke ich mal, erstmal 2 Generatoren. Das sollte uns reichen. Sollten aber ein bisschen platzen lassen, um die zu erweitern. Das ist so meine Idee, weil wir möchten ja das ganze Schiffsmodell irgendwann mal nochmal vergrößern. Und wir müssen natürlich hier an die Seite drankommen können. Schau mal eben. Wie gesagt, das soll das Modul sein. Das heißt, das will ich jetzt nicht hier drauf vertackern. Aber so sieht es schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Wir müssen ja die Fuelrod tauschen können. Das heißt, da müssen wir drankommen können. Das heißt, ich würde den jetzt einfach mal hier so reinziehen. Haben wir hier einen Gang, wo wir durchgehen können. Und hier vorne, da muss ich ja vielleicht noch ein bisschen länger ziehen, das Modul. Bevor es ja nämlich verengt irgendwie. Ich habe nämlich noch keine Ideen halt vom Cockpit, da habe ich noch keine Gedanken gemacht. Da können wir jetzt einfach mal, schauen, dass ich nochmal um 1 das rausziehe. Ich versuche es halt wieder so zu treffen, dass ich einmal das so auswähle. Oh, da haben wir die Dinger nicht mitgenommen, das ziehen wir gleich noch mit raus. Also ich verlängere das noch um 1. Ja, diesmal hat er auch angeschnappt. Jetzt mache ich noch eben die Teile raus. Also wir werden jetzt in dem Video, wenn wir noch den Rahmen fertig machen. Und dann wird es noch einen weiteren Teil geben. Dann sind wir bald mal irgendwann am Ende mit der Serie. Ich hoffe, wie gesagt, euch gefällt es. Ich überlege auch hinterher mal einen Zusammenschnitt zu machen, wenn wir komplett fertig sind, mit einer Zeit, also wie heißt das? Wo wir die Zeit einfach schneller vorspulen sozusagen. Und dass man einfach so ein Zeitraffer oder so sieht, wie das Schiff entsteht, ohne mein Gequatsche dazwischen. Muss ich mal gucken, ist halt ein bisschen Arbeit zum Schneiden, sind dann halt ein paar Stunden. Aber dass wir dann vielleicht auf eine halbe Stunde kommen, wie das Schiff dann in Windeseile entsteht, für die, die sich nochmal anschauen möchten, wie halt die einzelnen Sachen da dann hinterher rausgeploppt sind. Also ich brauche übrigens die Teile nicht mehr unbedingt. Die hole ich mir gleich wieder raus. So. Man kann auf diese Kühlgestelle, die ich eben angesprochen habe, könnte man verzichten. Ich nehme sie gerne mal als Puffer. Man kann auch allein mit denen arbeiten. Ich glaube, das Starterschiff hat mit denen gearbeitet. Ich meine, die laden sich auch irgendwie wieder auf mit dem Kühlmittel. Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich habe die auch noch nie ausgewechselt. Also normalerweise kann man ja oben rausziehen, die Kühlakkus. Aber in der Regel will man, glaube ich, diesen Verwartungsintervall dann doch eher vermeiden. Und ja, macht dann die Radiatoren. Ich denke mal, ist es als Puffer gar nicht mal so schlecht, wenn die Radiatoren das einmal nicht schnappen oder nicht mal schaffen, dass man dann ja noch ein bisschen was auffangen kann. So, ich mache mal eben hier noch nebenbei nur einen Gang rein für mich, damit ich das sehe. Oh, das passt wunderbar. Ja, machen wir noch die 2 Platten rein. Ich habe übrigens das Problem hier auch gelöst. Ich habe hier Bolzen rausgezogen. Das zeige ich euch aber nochmal später. Also ich habe einfach nur die ausgewählt und die Reihe ausgewählt und die sind komplett unverbolzt. Also die sind in die verbolzt, die verbolzt. Jetzt haben wir auch ein besseres, ich sag mal Flugmodell oder Ship-Optas wieder. Ist dann wieder alles toll. So, wir können das auf der Höhe, glaube ich, mal lassen. Dann ist das Gewicht ein bisschen weiter unten von denen. Ich würde die aber noch gerne erbauen. Oben braucht es nicht unbedingt einen Anschluss. Ich würde aber gerne hier die noch ein bisschen besser befestigen. Die liegen nämlich nur da auf. Das heißt, ich würde gerne noch einen Balken hier reinziehen. Ah, kriegen wir das hin? Ah, nehmen wir, was ist das? Ein 72er, kann ich einen 96er nehmen? Passt dir das? So, gerade Balken. 96er. Na, noch plus 420er, glaube ich, ne? Genau, den würde ich jetzt einfach mal so hier platzieren, dass wir noch da drauf nieten können, dass das auch noch stabil bleibt alles. Generatoren übrigens, wenn es Richtung PvP oder generelle Sicherheit des Schiffs geht, die sind immer so ein bisschen, eine kritische Sache. Also die machen, glaube ich, am lautesten Bumm, wenn man drauf schießt. Gilt aber nur dafür, wenn sie angeschlossen sind und wenn sie laufen. Ne? Also wenn das Ding rot ist, die Leiste, dann ist der explosiv. Der Fuelrod, ne? Normale Fuelrods, die man so eingelagert hat, die sind scheinbar zurzeit zumindest nicht explosiv, ne? Nur wenn sie unter Last laufen, also im Generator drin sind. Und dann können sie halt schön Bumm machen. Und das heißt, ihr solltet es schon mal schützen, ne? Ihr solltet es nicht so richtig drin haben. Ich glaube, so ist es okay. Also für die Hitze auf jeden Fall, ne? Die beißen sich nicht.
Und wenn wir hinterher noch, weil wir zum Beispiel Mining Laser dran bauen wollen, weil ein Mining Laser frisst ganze 6000 Energie im Betrieb, das heißt, wir brauchen 6 Generatoren, die wirklich auf 100% hochgefahren sind, damit die dagegen ankommen. Also das sind gerne Mining-Schiffe mit 5 Generatoren oder so ausgestattet. Wie gesagt, T2, die verbrauchen weniger, ich glaube, ein bisschen weniger Treibstoff und die erzeugen ein bisschen weniger Hitze. Also man kann hinterher gerne auf T2 bauen. Nur die Fuel-Rods auf T2. Fuel-Rods auf T2 sind dann auch für T3. Also es gibt also nur Fuel-Rods für T1, die blauen, und die roten für T2 und für T3. Die haben anderes Erz. Ne? Nugit-Kristalle haben die als, ich sag mal, Energieträger, als Füllmaterial für die Energie, und Exorium haben die T2er. Ne? Das ist ein Erz, ist aber auch jetzt nicht, das ist ein bisschen teurer, aber jetzt nicht so krass viel teuer. Kann man auch gerne verwenden. So, einmal noch zum Modul. Wo habe ich ein Modul da? Genau, weil ich möchte gerne zusätzliche Sachen noch auswählen. So, machen wir es mal so. Ich möchte es noch hinzufügen. Ja, die natürlich auch noch. Jetzt auch wieder ein bisschen wegziehen können, aber ich bearbeite es jetzt direkt da dran. Müsste eigentlich wunderbar passen. So, einmal anbringen. Dann auf das Modul. Jetzt sind die Sachen dann eben mit selektiert. Das ist schon mal wunderbar. Kommt natürlich noch ein bisschen was hinzu. Also wie gesagt, hier haben wir jetzt noch genug Platz, um die ganzen Generatoren noch nach links rauszuziehen auf die gleiche Stufe. Würde halt einen Abstand lassen. Man könnte auch ein Fuelrad daneben legen und daneben wieder Generatoren bauen. Also man könnte das, nicht Fuelrad, also eine ganze Brennkammer. Und zwar man könnte es halt so machen. Also so würde das halt auch gehen und daneben wieder Generatoren aufbauen. Da brauche ich mal natürlich noch eine weitere Brennkammer. Könnte man auch eben so vernetzen, wenn ich die zum Beispiel nach oben ziehe. Zeig's euch nochmal eben, was ich meine. Die rüberziehe. Da fehlt natürlich hier oben der Anschluss. Das heißt, wir müssten einen Generator zum Beispiel so anschließen. Dann sollte das Ganze aber auch gehen, dass die Übertragung von da aus geht. Na, das gleiche vielleicht auch auf der Seite auch noch so machen. Also den auch da drauf packen. Dann hätten wir auch einen Block, wo die von der Hitzeentwicklung getrennt sind. Wo wir zwei Fluids übereinander haben. Und ja, wo das eben auch funktionieren würde. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn wir es hinterher mal umbauen wollen, auch eben so anfangen. Ne? Also wir können die Brennkammer zumindest einmal hier rüberziehen. Dann würde ich die aber auch wieder umdrehen. Und dann nach unten. Das würde dann eben auch funktionieren. Müsste eigentlich auch von der Verbolzung her okay sein. Da könnte man die zweite einfach da draufstellen, plus daneben. Beziehungsweise kann ich auch schon mal den hier rüber packen. So. Das würde halt auch gehen. Ne? Das sieht ein bisschen anders aus, aber so kann man dann auch gut erweitern. Ich habe es nur eben verteilt, dass das Gewicht dann hinterher stimmt. Gut, das kommt mal wieder weg. Das habe ich jetzt so drauf gemacht. Das weg und einmal noch das. So, aber das würde eben, ne, auch wunderbar hier funktionieren. Vielleicht sollten wir da noch eine Verstärkung oder so reinbauen. Aber wir haben, na, ich guck mal eben, Moment. So, nochmal eben auswählen, nochmal hinzufügen. Und einmal verbolzen, diesmal aber auf Auswahl anwenden, denn wie gesagt, ich habe ja das schon umgebaut, das Lademodul, und wenn ich jetzt auf alles auswählen würde, dann würde mir darauf verbolzen, wo ich vorher noch was gelöst habe, damit das hier wieder flugfähig ist. Deshalb dann mit der Auswahl das machen. Mal schauen, ob das alles so hält. Ja, ups, ach, wir haben es nicht verschweißt. Wir sollten es natürlich verschweißen. Na, na komm, lassen wir das mal an. Ich mal verschweißen, auf alles anwenden. So. In der Regel das immer ausmachen, weil ja, ansonsten hat der Rechner ein bisschen zu rechnen, weil er in Echtzeit versucht eben zu berechnen, ob das hält oder nicht hält. Aber ihr seht, wird alles grün, ist soweit ganz okay. Nach einer Darsenbolzen reingekommen, Darsenbolzen reingekommen. Für ein bisschen mehr Stabilität können wir noch gucken, dass wir hier einen Beam runter machen, aber wird auch erstmal so halten. So, Stromanschlüsse haben wir hier. Ne? Könnten wir auch so nutzen, wenn wir wollen. Wir brauchen jetzt noch was für die Wärmeableitung. Ne, also unsere Rohrstutzen. Mal schauen, wo wir die anbringen wollen. Die könnten wir
Moment, hier hinten eigentlich dran klatschen. Können wir die dann nämlich hinten abführen. So. Müsste natürlich auch nochmal dran getackert werden. Übrigens, ne, die Brennstäbe vertackern sich hier automatisch. Normalerweise müssten die eigentlich halten, wenn sie einschnappern, aber ich mache auch gerne im freien Spiel mindestens einen Bolzen rein, damit die mir nicht abhanden kommen. Stromanschluss hätten wir jetzt, wie gesagt, hier vorne. Ne, da können wir auch gerne, guck mal, eben eine Leiste nach oben machen, weil wir haben, ich muss mal den Kabelläufe wieder einblenden, die habe ich nämlich ausgeblendet. Genau, ne, die haben wir nämlich hier oben laufend. Da. Und das können wir dann eben natürlich auch nutzen, um irgendwie dann hier hinzukommen. Ne? Also wir können jetzt, habe ich irgendwas Passendes? Ah, das ist ein bisschen länger. Ah, ich überlege gerade, ob ich mir... Ah, den möchte ich nicht so hochziehen. Da müsste eigentlich nur einer weg, glaube ich, damit das passen. Ach, versuchen wir es mal. Machen wir mal so. Machen wir mal freie Schnauze hier. Einmal hier eins hin. Geht das sogar, dass wir das vielleicht einfach übereinander lappen? Schauen wir mal. Komme ich damit hoch? Boah, guck mal, das passt. Das passt wunderbar. Da haben wir hier nämlich noch so ein bisschen Verstärkung, haben wir so eine Säule nach oben. Und die können wir jetzt eben nutzen noch als Kabelkanal. Oder natürlich auch mit Ducts können wir hier arbeiten. Ich kann auch wieder beides mal anwenden, um das zu zeigen. Ein Duct ist ein bisschen mehr gefummelt, finde ich. Aber lohnt sich in der Regel. Ich guck mal, dass ich hier auf den Beam komme. Huch, das ist ein bisschen schwierig. Ich verschweiß auch vorher mal, sonst haben wir nämlich da so eine Abrissstelle. Ich weiß gar nicht, ob das neu ist. Das ist mir letztens erst aufgefallen, wenn die Beams nämlich nicht verschweißt waren. Dass solche roten Knubbel dann hier entstehen. Das dann bedeutet, hier ist die Verbindung getrennt. So, jetzt würde ich hier einfach mal nach oben gehen. Ja, machen wir mal gerade, sind wir mal ein guter Elektriker. Und, ach ja, genau, hier ist, das kommt da drüben erst an. Ja, ich mach's mal so, ich gehe mal bis hier hin. Und gehe dann rüber. Ich habe genau die falsche Seite, glaube ich, gerade verwendet dafür, weil hier haben wir nämlich die Ducts liegen, ne? Ich muss mal eben schauen. Ja, hier haben wir die Ducts liegen, das ist doof. Nee, machen wir es mal rückgängig, komm. Wir machen es ordentlich. Ist, wie gesagt, an sich für euch erstmal egal. Aber ich wollte ja so bauen, dass ich zweiseitig einmal baue, einmal mit Ducts und einmal ohne. Das heißt, Kabel kommt schnell hier hin. Ich würde schon sagen, der will nicht. Ich glaube, wir haben jetzt auch gerade wieder entschweißt. Werden wir gleich sehen, ob wir da so Abrisspunkte haben. Ist nicht schlimm, man kann auch hinterher schweißen. Also zumindest für den Editor. So, und jetzt werde ich nämlich hier einfach oben lang gehen. Bis hier. Und hier ist unsere Kabelverbindung vom Nachbarmodul. Das schließen wir an. Und jetzt hat schon mal unser Schiff ja, Strom von dem Generator. Von dem Generator da, wie gesagt, da haben wir ja oben diese Ducts drauf. Da muss ich mal gucken, dass ich... okay, Platten habe ich ja gar nicht hier drin, das ist wunderbar. Platten ziehen wir später auch natürlich von dem Modul rüber, soweit wir es brauchen. Was haben wir denn hier vor allem? Wir haben einen langen Duct. Wunderbar, dann kopieren wir uns den einfach mal ein bisschen hier raus. So, ups, das ist ein bisschen weit verrutscht. Brauchen wir auch noch einen kleineren Duct. Muss ich mal eben gucken. Geräte. Vernetzung. 144, reicht das? Man sollte die Einzeldacks vermeiden, also die wirklich nur aus einem bestehen. Die sind nicht so cool. Aber hier haben wir, glaube ich, dann nochmal 48 vielleicht oder 36. Ich glaube, 48 müsste reichen. Und jetzt haben wir hier den Duct einmal durchlaufend. Das gleiche können wir jetzt auch eben für hier nehmen. Eigentlich ist es ärgerlich, dass wir nicht von oben, also den Duct nicht oben am Beam dran haben. Also da, wo ich jetzt drauf bin, also hier. Dann hätten wir direkt hier runter gehen können. 96er Maß? Ja, 96er. Und hier machen, glaube ich, auch noch einen 96er dann rein. Müssen eventuell Bolzen ausblenden. Ja, passt aber wunderbar. So, das wäre halt die Möglichkeit mit Ducts. Ups. Und Kabel müssten wir jetzt einfach nur von hier... hier reinziehen. Ich weiß nicht, ob ich genau drauf komme. Doch, müsste eigentlich drauf kommen. Jetzt sind wir eben auch da angeschlossen und sind jetzt in den Ducts drin. Natürlich müssen wir noch oben an den Duct irgendwie drauf. Das ist ja das einzige Problem. Das kriegen wir nicht so simpel gelöst. Ich würde es jetzt einfach so lösen, indem wir ein Kabel einmal hier anschließen. So hoch gehen. Und dann hier drauf. Würde ich jetzt machen.
Und hätten wir die ganzen Ducks hier unten langlaufen lassen, hätten wir einfach hier Stoß an Stoß gehabt und wären hier runtergegangen und hätten das auch schon verbunden. So, ich glaube, das war's für diesen Teil. Na, ihr habt ja was über die Generatoren erfahren. Wir haben jetzt schon den Stromanschluss gemacht. Laufen würden sie noch nicht, weil wir müssen noch unseren Hinternanschluss hier mit Rohrleitung verlegen und dafür müssen wir dann noch, oh, ich habe es, glaube ich, weggelegt, die Radiatoren verbinden. Die machen wir an die Außenhaut, können uns überlegen, ob wir es unten oder oben dran machen oder beides, ein bisschen verteilen. Und ja, da müssen wir mal ein bisschen überlegen, weil ich will ja oben und unten hinter der Triebwerke, glaube ich, dran machen. In der höheren Version müssen wir mal schauen, wie wir die Ducts irgendwie sinnvoll anbringen. Die Ducts, sage ich schon, die Radiatoren. Und dann haben wir halt die Hitzeabwicklung dann da drin und dann laufen auch unsere Generatoren auf Hochtouren. Also schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir das Ganze dann machen. Und ja, ich glaube, dann in einem weiteren Teil kommen dann noch die Triebwerke auf der Seite dran. Dann kommt das Cockpit, dann kommt sehr viel Einstellungssachen mit Triebwerkbenennung und mit den ganzen Steuerungseinheiten. Aber dann sind wir auch bald mal so weit, dass wir einen Testflug machen können. Oh, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Also bis zum nächsten Mal.